Eine Hexe im Jugendwahn, ein magisches Buch sowie Tourette im Knusperhäuschen. Entspann dich, du Kackvogel. Hui Bu darf also auch diesmal ein schaurig witziges Leinwandabenteuer bestehen und ist dabei erneut ein Abbild von Michael Bulli-Herbig. Also ich versuche natürlich, oder ich habe versucht, Hans Clarin nicht zu imitieren. Und ich war ganz froh, dass ich ihn vor 16 Jahren in Prag habe kennenlernen dürfen und hatte so das Gefühl, dass das für ihn in Ordnung ist und dass das so eine Art Ritterschlag war. Habe dann eben versucht, so meinen eigenen Stil zu finden und war natürlich dann dementsprechend erleichtert, als damals der erste Teil sehr gut im Kino angenommen wurde. Und da bin ich jetzt letztendlich dabei geblieben. Wir können auch nicht eine einfache Imitation machen. Das würde sowohl Hans Clarin nicht gerecht werden, als auch dem ganzen Projekt nicht. Und Bulli ist natürlich ein ganz einzigartig in dem, wie er performt und einen ganz eigenen Style, und das hat sich dann irgendwie als sehr richtig rausgestellt. Allerdings kein ungefährliches, denn der quirlige Geist muss seine Cousine Ophelia vor der bösen Hexe Erla beschützen, sowie gemeinsam mit König Julius ihre Mutter Maria aus deren Fängen befreien. Gib es mir. Als wir das erste Mal uns begegnet sind in Maske, ich habe mich richtig erschreckt. Also es hat einen sehr starken Effekt. Am Set war es dann nicht mehr so schlimm, weil du wusstest ja, dass es Maske ist und es waren ja noch ganz viele andere Leute dabei. Aber im ersten Moment war es auf jeden Fall schon so ein Schock. Da hilft natürlich die Maske, die ich hatte. Ja. Die ist ja super mit den Kontaktlinsen, den Zähnen und in allem anderen. Als wir das Drehbuch entwickelt haben, ist immer meine erste Überlegung, wir brauchen für den Helden einen würdigen Gegner. Und wer kann Gespenstern was anhaben? Und da sind wir natürlich sofort auf Hexen gekommen. Ophelia besitzt nämlich das Necronomicon, mit dem Erla ihre Jugend wieder erlangen möchte. Ganz im Gegensatz zu den Darstellern, die damit lieber andere Dinge anstellen würden. Lustige Sachen, glaube ich, eher. So Streiche oder so. So, weiß ich nicht, Lehrern oder so, irgendwelche Streiche spielen. Ja, und sonst Sachen herzaubern, wegzaubern. Ich glaube, das wäre ganz schön. Und unsichtbar. Das finde ich auch ganz toll. Ich würde die Weltordnung ändern. Erstmal so ganz basic anfangen. Und dann, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, würde ich gerne fliegen können. Auf dem Hexenbesen. Ja. Ein Utensil, das hingegen im Film gar nicht gut ankommt. Ein alter Besen? Der bringt dich ratzfatz in den Hexenwald. Das ist ziemlich hexistisch von dir. Wir können nicht alle auf Besen reiten. Deshalb machen sich Ophelia, Hui Bu sowie König Julius zunächst in einem Doppeldecker und schließlich zu Fuß auf den Weg zu Erlas Schloss. Und treffen dabei unter anderem auf die Knusperhexe. Angst haben muss man vor der aber zum Glück nicht mehr. Das mit dem Ofen, das macht nur mieses Karma. Außerdem habe ich in einem Buch gelesen, das hindert mich daran, Freunde zu finden. Ein ziemlicher Klugscheißer, der Autor, aber vielleicht hat er recht. In der Realität hätte sie damit jedenfalls keine Probleme. Ich bin ja ein riesen Fan von der Knusperhexe. Mit der würde ich jederzeit ein Bier trinken gehen. Da hätten wir immer was zu lachen. Also Hexen in der Verwandtschaft wären bei mir auf jeden Fall willkommen. Ja, bei mir auch. Kann man mal vorschicken. Also du kannst immer, wenn du mal wütend bist und selber irgendwie nicht in die Bredouille kommen willst, dann schickst du die Hexe mit Hexentourette vor. Ich treffe so oft so viele Leute, die so richtig grantig drauf sind, die aber eigentlich im Herzen total gut sind und sich immer wundern, warum sie keine Freunde haben. Und ich dachte, das ist der perfekte Charakter für eine Hexe. Und die verwandelt Julius mit einem magischen Keks in eine abscheuliche Kreatur der Nacht. Denn nur so kann er unbemerkt ins Schloss gelangen. Für Christoph Maria Herbst war das beim Dreh allerdings eine ziemliche Herausforderung. Das dauerte, das ist schon wieder so lange her, aber ich würde mal sagen, 3 Stunden bestimmt. Und die halbe Maske, die halbe Hexe, die du dann siehst, dauerte auch nochmal 3 Stunden. Weil wir als Anfänger und Amateure würden natürlich immer denken, was ist denn das für ein Quatsch? Wenn du die volle Hexe bist, schneidet man einfach die Hälfte weg und dann bist du doch halb Julius. So einfach ist es aber eben nicht. So wie für Rick Cavanian, der als Charles mit akrobatischen Kampfkünsten gegen Erlas Komplizinnen antreten muss. Nur wie viel von dem Butler steckt eigentlich in dem Comedian? Was die Karate betrifft, ist es eher, man weiß es nicht so genau. Aber der Charles steckt schon sehr in mir drin, ja. Und, aber das ist das Schöne, wenn man das Glück hat, so eine Rolle selber mitgestalten und mitentwickeln zu dürfen. Dann fällt es natürlich einem leichter, da auch reinzukommen. Und er ist aktivierbar, 24/7. Wann immer sie möchte, Monsieur Tom, die Charles ist zu ihre Dienste.
Und welchen Bezug hat Bulli zu Huibu? Ich habe natürlich die Schallplatten gehört damals. Ich weiß nicht, ob man das so kennt. Also Kassetten, Schallplatten und ich weiß nicht, als ich die erste Schallplatte in der Hand hatte mit diesem Cover, mit diesem Skelett, da hatte ich es ein bisschen mit der Angst zu tun. Und ich war dann, ehrlich gesagt, extrem erleichtert, als ich festgestellt habe, dass Huibu die gleiche Stimme hat wie Pumuckl. Und das hat mir den Schrecken so ein bisschen genommen. Und seitdem war ich so ein bisschen schockverliebt. Aber auch aus diesen Gründen begeistern uns die gruseligen Geschichten mit dem quirligen Gespenst. Wie war ich? Wie war der Untergang von die Titanic? Also ich finde, die Mischung aus spannend und lustig ist einmalig, glaube ich. Würde mir jetzt auch keine andere Figur einfallen, die das so verbindet. Und ja, dass da so viel falsches spukt und so, das ist, ja. Huibu und das Hexenschloss, jetzt im Kino.